Moin Moin und Servus, wir sind hier zurück in Pokémon Schwert und Schild, die Insel der Rüstung, DLC, und wir schließen jetzt hier die Ausbildung mit Dakuma ab und machen ihn zu einem Mann. Let's go. Da bist du ja endlich. Ich dachte mir, dass du den Turm des Unlichts wählen würdest, daher kam ich gleich her. Hut ab, Kai und Dakuma, ihr habt saubere Arbeit geleistet. Doch euch steht noch ein abschließender Kampf bevor. Das ist klar. Und zwar gegen mich. Zur Abwechslung werde ich meinen Gegner mal nicht mit Samthandschuhen anfassen. Also zieh dich warm an. Fisch-Pokémon meiden einen allzu klaren Fluss, der nicht den Schutz der Dunkelheit bietet. Ich werde dir jetzt zeigen, was wirklich hinter den geheimen Künsten des Unlichts steckt. Okay, da geht schon mal in Formation. Vielleicht kämpft er auch gleich selbst. Ich weiß es nicht. Bruder, er rastet komplett aus. Er hat komplett das Chakra gepumpt und getankt. Okay, dann let's go. Wir gehen rein gegen Meister. Meister Maastricht. Und der holt auch einen Dakuma raus. Das bin übrigens ich. Und das bin übrigens auch ich. Gegen dich bleibt mir nichts anderes übrig, als ernsthaft ernst zu machen. Gut, schärf deine Sinne und nutze den Kampf, um dich weiterzuentwickeln. Oh mein Gott, diese Musik! Die geht ja mal richtig ab. Okay. Das Ding ist, wir kämpfen hier gegen Dakuma und haben leider keine sehr effektive Attacke. Das bedeutet, wir müssen auf Step gehen. Dementsprechend, oh, verdammt. Ja, ich sehe den Punkt. Ich sehe den Punkt. Wir machen Eisenschädel drauf. Das wird schon passen. Ja, das hat doch schon ganz lecker geschmeckt. Sieh zu und staune, Kai. Das ist das wahre Potenzial von Dakumas Fäusten. Autsch! Das hat's wehgetan. Das hat wehgetan. Was machen die HP? Knapp, aber geht noch. Und dementsprechend, ja. Wir haben einfach keine. Wir haben keine Flugattacke gehabt. Ich habe beim Durchleveln gemerkt von Dakuma. Er hätte Aeroass lernen können. Ich habe das nicht gemacht, weil ich dachte, ach, kommt bestimmt noch eine stärkere Attacke. Die hat doch nur eine Stärke von 60. Weißt du? Hätte ich's mal gehabt, hätte ich ihn gewonnen-hittet. Aber das war's. Der Aufriss war wild. Die Umsetzung, at least titriert. Einfach überwältigend, wie schnell die jungen Leute sich weiterentwickeln. Ja, und im Gegensatz, zu ihnen, ja, bin ich nicht wie die Dynamax-Funktion nach drei Runden K.O. Ihr zwei seid wahrhaftig ein krasses Team, Bros. Corona! Erstmal eine schöne Corona-Faust geben. Ja, und da tanzt er im Dreieck, würde ich sagen. Im Akkord. Er hat's geschafft. Wir hätten die Ausbildung abgeschlossen. Sehr schön. Normalerweise braucht man für sowas 3 Jahre. Wir haben dafür zwei Parts gebraucht. Oh, wusste ich's doch, dass ich mich auf dich verlassen kann, Kai. Prächtig, prächtig. Wenn ich sehe, wie toll du Dakuma trainiert hast, geht mir das Herz auf. Vor langer Zeit hat sich mein damals bester Schüler auch in diesem Training versucht. Sein Name war Delien. Delien. Warte mal, ist das nicht der Bruder von Hop? Leider hat ihm sein miserabler Orientierungssinn einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er hat es nicht einmal bis zum Turm geschafft. So, jetzt ist aber auch Zeit für Dakumas Entwicklung. Zeig mir doch bitte mal die Schriftrolle des Unlichts. Okay, Bro. Machen wir das. Hier natürlich auch ehrenwerte Kissen, aber die sind uns komplett egal. Wir wollen zur Schriftrolle. Ho! Willst du Dakuma die Schriftrolle des Unlichts zeigen und ihm mit der Entwicklung helfen? Bei ihm die Entwicklung auslösen? Ja, will ich. Sonst kommen wir hier doch nicht im Spielverlauf weiter. Der Bube hat schnell verstanden, worum es geht. Los, berühren Sie sie jetzt. Ah ja, das ging ja schnell. Nanu, Dakuma entwickelt sich ja. Ja, huch! Wie kann das denn passieren?
Glückwunsch, dein Akuma hat sich zu einem Wula-Ozu weiterentwickelt. Das ist ein sehr komischer Name. Wula-Ozu. 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 Okay. Ja, das ist doch natürlich das, was wir erreichen wollten. Und dementsprechend lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen sollte. Lasst immer Support da. Denkt immer daran, ja, die Videos, die ihr mögt, zu supporten, dies, das. Ganz wichtig. Der fokussierte Stil. Und vielen Dank für den Support. Dankeschön. Es ist darauf spezialisiert, Gegner mit nur einem Treffer zu bezwingen, indem es sie schlagfertig und schlagartig anfällt und einen fokussierten Hieb austeilt. Wild. Und er versucht, Finstertreffer zu erlernen. Das ist eine Unlichtattacke. Und wir gucken rein. Stärke 80. Was kann die denn? Der Anwender hat den Stil des Unlichts gemeistert und führt einen fokussierten harten Schlag mit Volltreffer-Garantie aus. Ja, moin. Dann würde ich doch mal direkt hier sagen, ja, Power Punch weg damit. Power Punch ist mir zu riskant. Das sage ich euch so, wie es ist. Halt aufladen und wenn du getroffen wirst, bringt dir nichts, weißt du? Siehe und staune, vor dir steht Wula-Ozu in all seiner Pracht. Eine unbeugsame Rüstung, an der selbst die härteste Klinge entzwei bricht. Der fokussierte Stil des Unlichts in seiner vollendeten Form. Kaum zu glauben, dass es sich als kleiner Racker immer ängstlich hinter mir versteckt hat. Was für eine Veränderung. Egal wie viele Jahre man schon auf dem Buckel hat, es ist doch immer etwas Bewegendes, jemandes Entwicklung so nah mitzuverfolgen. Vielen Dank, Kai und Wula-Ozu. Huch, huch, da hätte ich doch um ein Haar etwas Wichtiges vergessen. Hier für dich, das überreiche ich nur jenen, die gegen mein wahres Ich gekämpft haben. Die Ligakarte, dankeschön. Okay, so, es wird Zeit zum Dojo zurückzukehren. Oh, Käse. Junge, also, ich muss sehr dringend los. An seinem Talent gibt es nichts zu rütteln. Dann ist es wohl so langsam an der Zeit. Wofür? Geht die Ausbildung jetzt weiter? Ich dachte, jetzt wäre vorbei. Aber scheinbar doch nicht. Ja, sehr schön. Ich meine, das wäre natürlich ein sehr komischer Abschluss, ne? Ausbildung abgeschlossen. Jo, das war's. Hau rein. Vielen Dank für die 20 Euro. So gefühlt, aber wir gucken mal. Hopp ist da, der Bruder. Hey Kai, willkommen zurück. Du scheinst bei deinem Training hier im Dojo ja richtig ranzuklotzen. Was machst du denn hier? Diese Reaktion gefällt mir, so kenne ich dich doch. Ich bin wegen Nachforschungen zum Dynamax-Phänomen für eine Weile auf der Rüstungsinsel. Oh, ihr zwei seid also befreundet. Dieser quirlige junge Mann hat mich gerade gefragt, ob er auf der Rüstungsinsel campen darf. Was ich natürlich prompt abgelehnt habe, weil es ist ja klar, es ist Hopp. Er macht alles kaputt. Warum sollte er draußen campen müssen, wenn er auch hier im Dojo übernachten kann? Oh ja, das wäre mir natürlich eine große Hilfe, aber ich will niemandem Umstände machen. Bei uns im Master Dojo ist jeder Mann jederzeit willkommen. Und als Dalians kleiner Bruder gehörst du sowieso quasi zur Familie. Stimmt, als er jünger war, hat Dalian an diesem Dojo trainiert. Gut, sie haben es so gewollt. Dann werde ich doch eine Weile hierbleiben, Meister Maastricht. Jawohl, ja. Das sind doch mal dufte Neuigkeiten. Je mehr hier los ist, desto lustiger wird es. Übrigens, Kai, ich wollte dir doch etwas zu Dakuma oder eher zu seiner Entwicklung Wula-Ozu erzählen. In diesem Pokémon schlummert das Potenzial zur Giga-Dynamaximierung. Bei Dynapilzen rollen sich ihm allerdings die vor Ekel die Zehennägel auf. Deswegen ist es keine Dünersuppe. Aber wenn man der Suppe ein gewisses Etwas hinzufügt, das man hier auf der Rüstungsinsel finden kann, ändert sich das. Dieses Etwas ist... Was ist das? Es ist... Ah! Ja? Ich hab's vergessen. Lol. Was? Das gibt's doch nicht. Das macht ja sogar noch mehr Spaß als bei Dalian. Haha. Dieses Etwas, das Wula-Ozu die Dünersuppe schmackhaft machen würde, hat etwas mit einem bestimmten Pokémon zu tun. Wo Hopp schon mal da ist, könnt ihr euch auch zu zweit Gedanken machen und danach suchen. Also dann, haut rein, aber nicht zu doll. Okay, Bro.
Bis bald, Rian. Um mit den Cringe-Verabschiedungen und Anfangsworten eines Satzes mal anzufangen und weiterzumachen. Läuft das Training hier immer so ab? Ich weiß zwar nicht so ganz, worum es hier eigentlich geht, aber jetzt bin ich auch neugierig auf dieses Etwas. Übrigens habe ich in einem Buch mal etwas über einen Wulaoso gelesen. Sie gehören der Kategorie Kung Fu an und leben in den Bergen einer weit entfernten Region. Ah? Ich dachte, du hast eins. Informierst du dich etwa nicht über deine eigenen Pokémon? Jedenfalls, wenn ich mich recht erinnere, mögen Wulaoso zähflüssigen Honig. Kai, ich hab's! Honig gibt es ohne Pflanzennektar, oder? Und wo gibt es Pflanzen? Im Wald! Ich werde dir helfen. Schließlich hat das auch mit meinen Dynamax-Nachforschungen zu tun. Los, machen wir ein Wettrennen zum Wald hinterm Sumpfgebiet. Der letzte ist ein Lamus! Und wie immer ist er am Zischen. Und will unbedingt als Erster da sein, so als wäre das Leben ein Wettrennen. Chill doch mal deine Basis, Bro. No hates. Ja, okay, also der Sumpf. Wir gucken mal kurz auf die Karte, wo genau der ist. Und der ist hier. Das heißt, wir sind eigentlich gut dabei. Weil hier sind ja, glaube ich, diese Wiesen. Ne, das ist die... Oh, das ist die Tapferkeitshöhle. Okay. Der Balsamsumpf. Ja, hier! Und dahinter ist ja dieser Wald, glaube ich, gewesen. Dieser Forest. Dieser Wald. Mal ganz kurz schauen. Genau, der Fokusforst war das, richtig. Forest, Forst. Ist doch beides das gleiche. Das eine auf Englisch, das andere auf Deutsch. Und da soll der jetzt sein, oder was? Junge, ist der auch mit dem Fahrrad gefahren, oder? Ah ja, steht schon bereit. Ja, guten Morgen. Wie immer, als Erster da. Hopp hat sich halt null verändert, ne? Er hat sich gar nicht verändert. Er ist immer noch der gleiche geblieben. Da bist du ja endlich, Kai. Anders als im Wirrscheinwald ist es hier total schwül. Ich bin schon völlig verschwitzt. Das liegt daran, dass du so lange gerannt bist, ohne Pause. Sania und ich haben uns die Arbeit aufgeteilt. Sie stellen gerade Nachforschungen in so einem kalten Schneegebiet an. Ich wünschte, ich könnte ihr was von dieser Hitze abgeben. Beim Warten auf dich habe ich übrigens den Focus Force etwas unter die Lupe genommen. Wie es scheint, leben hier Dressela und Knapfel. Vielleicht geben sie uns ja was von den Nektar aus ihren Blüten und Früchten ab. Und vielleicht bekommen wir so den Honig, den Wulaoso so mag. Ja, finden wir es heraus, Bro. Ich glaube... Ist das da hinten nicht sogar ein Knapfel? Lil? Ich glaube ja. Nee, nein, das ist kein Knapfel. Das sah erstmal so aus, war so ein grüner Apfel oder so. Weiß ich nicht, so ein shiny Knapfel. Grün, vielleicht. Weiß ich nicht. Ah, ein Lil Minib. Wenn sich Lil Minib entwickeln, werden sie zu Dressela. Und die suchen wir. Junge, ich habe einfach in beiden Fällen falsch gelegen. Minib. Aber mit den Pokémon aus dieser Generation bin ich eh nicht so bewandert. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Lil Minib, oder? Ja, ich weiß, der guckt sich sehr kritisch um. Vielleicht sucht er nach jemandem. Jetzt, wo du es sagst, es ist noch klein. Vielleicht wurde es ja von seinen Eltern getrennt. Ja, vielleicht, ne? Na, da kommt er zu uns gezischt. Lili. Suchst du etwa wirklich nach deinen Eltern? Na toll, jetzt scheint es nicht mehr von meiner Seite weichen zu wollen. Wir müssen ihm helfen, Kai. Beziehungsweise, du musst uns helfen. Denn ich bin nur ein NPC. Bitte finde Lil Minibs Eltern. Wenn du einen Dressela siehst, dann bring es am besten gleich her. Ich kann dir leider nicht bei der Suche helfen. Lil Minib ist so anhänglich, dass ich Angst hätte, unterwegs versehentlich auf es draufzutreten. Ja, herzlichen Glückwunsch, wenn du das erreichst. Dann hast du es aber auch geschafft im Leben, Mann. Wie kann man ein Lil Minib übersehen? So, das ist für Hopp wahrscheinlich dieses andere Chamäleon oder so. Mois. Ein Urgel. Moin und Servus. Aber wir sind immer noch auf der Suche nach diesem Dressela oder nach den Eltern von Lil Minib. Und mal gucken, ob hier zwischen den ganzen Ursels und weiteren Konsorten, Pikachus und was
auch hier immer rumkreucht und fleucht, dass wir das endlich mal finden. Ah ja. Gerade wo man vom Teufel spricht. Der Bruder. Ich glaube, da ist es. Ja, da haben wir es. Das ist genau das Dressela, das wir suchen. Moin. Steht natürlich hier, wie man es auch kennt, im Blumenbeet. Ja, wo, also, ist ganz, wo hätte sie sonst sein sollen? Also, es gibt nur einen Spot, an dem sie hier im Wald hätte sein können, und das ist der Ort hier. Wegen den Blumen. Ja. Was voll was Besonderes. Sella? Wir haben ein Lilminip gefunden, aber ich glaube, sie vermisst. Dress! Dressela folgt dir. Führe es zu Hop und Lilminip. Okay, die andere Eskortierungsmission oder was? Kommen Sie mit! Die folgt uns ja wirklich! Ja, dann kommen Sie heran. Wir haben, nicht mehr so viel Zeit. Der Part ist gleich vorbei. Jetzt beeilen Sie sich bitte. Ich weiß halt nicht, ob ich mit dem Fahrrad so schnell wegzischen kann nachher. Ne? Man kennt auch solche Eskortierungsmissionen in Videospielen. Irgendwann reißt du halt von denen ab und dann, naja, folgen sie dir nicht mehr. Ist das Tangela seine Oma? Junge, den kannte ich ja noch gar nicht. Bruder. Ja, Pokémon hat sich sehr verändert. Und vieles davon ist auf jeden Fall sehr gut. Ja. Also Real Talk, ne? Das war jetzt nicht so gemeint, dass ich das Spiel bashen möchte oder so. Das ist alles cool, Mann. Ja, auch gerade die Eskortierungsmission. Ja, sie ist schon sehr je. Von daher läuft das doch hier. So, jetzt gib uns unseren Honig, ja? Denn jetzt habe ich seinen Namen vergessen und muss kurz gucken, wie er heißt. Wulaosu. Genau. Ah ja, stimmt, da war ja was. Das ist ja ein Bären-Pokémon und da steht hier auf Honig und deswegen gib uns jetzt Honig. Ah, Kai, du hast Dressela dabei. Ja. Und das hat sich gereimt. Soll jetzt vielleicht überlegen, Rapper zu werden. Dress! Lü! Mhm. Die beiden sehen sehr glücklich darüber aus, sich wiedergefunden zu haben. Dress! Will es sich etwa bei dir bedanken? Ah, kommt so rüber. Vielen Dank, Mann. Oder auch kein Problem, Bro. Oh, ist das Nektar aus Dresselas Blüte? Dressela! Lilililili! Ja, und damit haben sie noch einen schönen Tag und hauen sie rein. Bauen sie bitte nicht so viel Scheiße hier im Wald oder passen sie auf ihr Kind auf. Macht's gut, Lilminip und Dressela! Dressela hat uns tatsächlich etwas von seinem Nektar abgegeben, Kai. Ich hoffe, er wird Wulaosus Ansprüchen gerecht. Mh, lecker. Ich würde ihn nicht wirklich als zähflüssig beschreiben, eher dünnflüssig. Naja, wir haben zwar nicht den richtigen Nektar gefunden, aber dafür eine gute Tat vollbracht. Okay, probieren wir es als nächstes mit Knapfelsnektar. Knapfelsnektar? Also so Apfelhonig oder was? Wie auch immer das möglich ist. Wir werden es aber rausfinden und wir werden Hop folgen. Aber jetzt können wir das Fahrrad benutzen, weil es folgt uns ja niemand. Also. Glaube ich. Ich sehe nur ein hinter mir herlaufendes Wulaosu. Das ist der Standard. Das ist okay. Toxipet. Moin und bye. Weiter geht das jetzt. Sag mal, wo müssen wir eigentlich hin? Aha. Und da scheint Knapfe zu sein. Knapf! Der Ehrenmann. Ah, ein Knapfe. Na, 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 na. Und er rollt einfach weg. Hey, Knapfe, warte! Ja, toll, jetzt ist er unauffindbar. Ich weiß nicht, wo er sein könnte, Jungs. Komisch, er ist wie vom Erdbogen verschluckt. Dabei bin ich mir sicher, dass es in diese Richtung davon gekullert ist. Suchen wir das Knapfe, Kai.
Vielleicht der Pokéball. Das wäre halt so ein typischer Pokémon-Joke. Wisst ihr, was ich meine? So, du suchst nach etwas und das ist in einem Pokéball drin. Nee, das ist ein Blattstein, aber das ist auch okay. Ja, aber, ne? Wer hätte das kommen sehen, dass der oben auf dem Baum gekullert ist? Hä, was ist denn mit diesem Bärenbaum? Knaa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 
Oh Junge, ich werde von links und rechts gleich weggeschallert, Mann. Junge! Die Wabeninsel, ey, wir sind da! Lass mich bloß in Ruhe. Ah ja, ist wahrscheinlich in Richtung Wand oder so verschwunden. Hat sich wahrscheinlich hier im Sand eingegraben und erstickt jetzt gerade. Ah ja. Ja gut, ich würde sagen, im nächsten Part machen wir hier weiter. Und dann machen wir leckeren Honig. Für Vula Uso, den Ehrenmann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Und lassen Sie gerne einen Support in Form eines Daumen nach oben da, wenn es Ihnen gefallen hat. Danke an jeden Ehrensupporter. Grüße gehen raus.